Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich wieder ein einfaches, schnelles und leckeres Rezept für euch. Bei uns gibt es heute Süßes und Saures. Wir backen einen Erdbeer-Rhabarber-Kuchen. Wir bereiten einen Rührteig mit Joghurt zu und belegen diesen mit Erdbeeren und Rhabarber. Als erstes schneiden wir für unseren Kuchen den Rhabarber und die Erdbeeren klein. Wir brauchen 400 Gramm Rhabarber und 200 Gramm Erdbeeren. Nun versüßen wir uns die Früchte noch etwas. Zu den Erdbeeren geben wir einen Esslöffel Zucker und zum Rhabarber zwei. Dann stellen wir die beiseite und fangen mit unserem Teig an. Dafür verrühren wir 120 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker und 8 Gramm Vanillezucker. Und dafür nehmen wir immer unseren Flachrührer. Als nächstes rühren wir 3 Eier einzeln unter. Na, die hatten es aber eilig. Jetzt mischen wir 8 Gramm Backpulver mit 240 Gramm Mehl und geben es dann zusammen mit 100 Gramm griechischem Joghurt in die Schüssel und verrühren es dann miteinander. In der Zwischenzeit habe ich schon einmal unsere 26er Springform vorbereitet. Den Rand habe ich eingefettet und mit Mehl bestäubt und auf den Boden wie immer ein Backpapier gelegt. Der Teig ist fertig und kann jetzt auch gleich eingefüllt werden. Moment. Und nun verteilen wir unsere Früchte auf dem Kuchen und mit dem Rhabarber fangen wir an. Den Kuchen backen wir jetzt etwa eine Stunde bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Ihr wisst ja, jeder Ofen ist anders, also vergesst nicht die Stäbchenprobe zu machen. Wie lange meiner gebraucht hat, sage ich euch nach dem Backen. Der Kuchen ist fertig gebacken. Nach 60 Minuten habe ich den Ofen ausgemacht und den Kuchen noch 5 Minuten drin stehen lassen. Ihr könnt den Kuchen jetzt so essen oder ihr streut noch Puderzucker oben drauf. Ich nehme heute aber Zierschnee. Der hat den Vorteil, dass der Kuchen lange weiß bleibt und sich nicht auflöst. Ihr könnt ihn für jede Art von Kuchen nehmen, also auch für unseren Obstkuchen. Durch das feine Sieb lässt er sich auch wunderbar dosieren. So sieht unser Erdbeer-Rhabarber-Kuchen von innen aus. Wir haben einen richtig schönen, locker leichten, frischen Rührteig und obendrauf die Erdbeeren und den Rhabarber. Wenn ihr diesen Frühlingskuchen einmal nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal.
Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.